Guten Morgen, alle Kinder sind wieder da. Wie man das hört. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Bitte schön, Skadi. Mama, und ich habe einen Löffel noch. Nee, das kann man so trinken. Sehr lecker, das ist ja deines. Oh, das ist so heiß. Nein, ist nicht heiß. Oh. Ist vorsichtig warm. Festhalten, ne? Mama, ich will nicht mehr. Es gibt erst wieder Mittagessen. Wir essen jetzt nichts mehr zwischendurch. Ja, aber ich mach Wasser auf meinen Mund mit meinen Händen. Aber es gibt nichts mehr zu essen. Bist du wirklich satt? Mhm. Wir essen erst später wieder Mittag. Ja. Ich begleite dich. Warte, Papi! Bis in den Tod. Ja, was du mit uns? Good morning. Guten Morgen im Laden. Also, folgendes Problem hat der Kollege gehabt. Das Rad wurde online geordert in der Radwelt. Radwelt Kösfeld. Kösfeld, wer weiß das schon. Fakt ist online geordert und da ist mal eine Checkliste dabei. Hatte gestern schon kurz angesprochen. Checkliste dabei, was die alle überprüft haben. Da muss man nichts mehr dran machen an diesem Rad. Man kann sich draufsetzen und losfahren. Fakt ist, das hat er getan. Gute Mann, ist da draufgesetzt, losgefahren und wundert sich immer, dass die Kette ihm immer runterfällt. Ja, das ist, weil hier das Hinterrad nicht mal im Ansatz festgeschraubt ist. Nichts. Hier, kann man mit der Hand abschrauben. Ja, das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. Und da muss man sich doch wundern. Das ist ja bestimmt auch nur eine Ausnahme. Aber man sieht auch, bei großen Firmen kann sowas mal passieren. Schauen wir uns das mal an. Naja, das ist natürlich schön. Das ist vorne noch drauf, die Kette. Ja, das ist neu. Das ist brandneu. Das wurde einfach nicht montiert. Es wurde einfach nur reingesteckt, locker und nicht wart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Absicht war. So darf ein Rad natürlich nicht raus. Aber stimmt, ein Praktikant. Wir wissen ja, Praktikanten können ab und zu mal so Sachen vergessen. Das ist natürlich ein Ding, ne? Gut. Fakt ist, die Kette ist drauf. Ich spanne jetzt dieses Teil. Ah, hier ist schon dieser Spanner ist abgebrochen. Auch dieser Kunststoffspanner. Na, ist ja klar. Wenn das Ding hier nicht fest ist, ist der Kunststoffspanner weg. Also diese Kunststoff-Gegenhalter. Halten wir jetzt. Na, hier. Das spannt ja gegen diesen Kunststoffpinöpel und der ist weg. Dieser hier. Ja, und so einen habe ich nicht hier. Also, weil ich ja mit Hollandrädern nicht so viel zu tun habe, ehrlich gesagt.
Hab ich so natürlich überhaupt nicht da. Ich hau da jetzt das Stück ran als Gegenhalter vom klassischen. Das wird ein bisschen schief stehen, ne, weil die Ausfallenden ja unterschiedlich, also so versetzt sind. Damit man das Hinterrad leichter entnehmen kann, ist das ja eigentlich so. Ja, dass das obere Ausfallende Oberteil länger ist als Ausfallende Unterteil. Aber das ist jetzt die einzige Chance, die ich habe. Setze ich einfach das auf und dann zieht es das wenigstens ein bisschen nach hinten. Und dann sonst mal so ein Kunststoffteil hier nach oder so ein Schnellspanner. Können Sie mir wenigstens zuschicken dafür. Allerdings muss man dazu eins sagen: Bei Rädern, die einem gesendet werden, ich würde mich nie jetzt darauf verlassen, wenn so ein Rad kommt, versendet, egal was für eine schöne Checkliste damit bei ist, die abgehackt und unterzeichnet wurde. Niemals würde ich mich denn darauf verlassen, tatsächlich, dass das wirklich alles stimmig ist. Das kann immer mal passieren. Wie gesagt, sieht man ja hier, dass dann doch mal, und ich würde mich einfach nicht drauf verlassen. Ich würde einfach selber einen Schraubenschlüssel natürlich in die Hand nehmen, würde das kurz nachziehen, weil das ist ja mein Leben. Ja, ganz einfach. Deswegen, schon deswegen, einfach nur deswegen. Ja, jetzt den, das ist nämlich das, was aufwendig ist, dieses Ding einstellen hier. Ist das ein Scheiß? Okay. So ein kleines Loch. Da oben. Da muss das rein. Eingang werden. Und dann geht's los. Und dann geht's erst los. Mit links, rechts. Und so weiter. Also hier oben. Reinstecken, durchstecken. Und dann flechten. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht wieder schleift. Handräder sind nicht unbedingt meine Lieblinge. Ich repariere jedes Rad. Alles gut. Es ist auch ein schönes Rad hier, das, die Gazelle. Die ist ja wirklich, die sieht ja wirklich elegant aus. Hat einen schönen dünnen Rahmen wieder. Die haben sich zurückbesonnen zu alten Werten. Nicht diese Alubomber, die sie eine Zeit lang gebaut haben. Klassisches Rahmendesign. Die Narbe läuft schlecht. Stoppt so. Diesen Nexus. Na egal. Das Gewicht reißt das wieder raus. Oh, irgendwie ist mir doch warm mit dem Kragen. Women are strange sometimes. Yeah. That's nice. That's absolutely nice. What's that? 10 years old, quite nice. It's 10 years old? Yeah. For my wife, it's a painting for your wife. I say to her, make something with this. Okay. Stairs looks not very nice, and then she goes, okay.
Half an hour. It's finished. It is an happy thing. È difficile. Ah sì, perché devo stare più dietro. È bellissimo. She says that it is wonderful. Ma che figata, proprio bello. Ich fand die. Ja, es ist aber auch schön. Ja, diese. Na, ja, Maris kann das. Die kann sowas auch. Ich kann sowas nicht. Wenn ich mich dahin hocke, da. Die hat das in einer halben Stunde. Zack, 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 zack. Fertig. Yay, Blätterreifen, Hinterrad. Wow, geil. Und eine Sachs 5-Gang Nachschaltung. Er wundert sich, warum nicht alle Gänge funktionieren. Seht ihr das? Deswegen funktionieren nicht alle Gänge. Wenn ich jetzt einen Ersatzteil habe, noch wechseln. Schauen wir mal. Aber erstmal mache ich den platten Reifen beug aus. Bremsanschluss ab. Achsmutter links. Achsmutter rechts. Und raus. Kette ab. Fertig. Na, der liegt schon doppelt hier dran. Ja. Das ist schon Stück geschoben damit. Einmal Felgenband checken. Reifen schicken. Also der ist alt. Hallo. Ja. Was darf sein? Hallo. Mein Fahrrad hat einen Platten. Ich wollte fragen, ob ich für kleines Geld Abhilfe bekommen könnte. Bist du Millionär? Bist du Millionär? Nee. Was ist denn dein kleines Geld? Weiß ich nicht, ein Fünfer oder so. Hä? Ein Fünfer oder so. Na, fliegst du weg halt. Bei mir, ich glaube, es ist vielleicht eine Pumpe. Ich weiß es nicht. Ach so, Pumpe, ne? Kannst du? Wo ist denn die? Kannst du auch oben stehen lassen an der Tür, ja. Ja, weiß man ja nicht. Okay, hier ist nichts drin. Im Reifen. Also wieder rauf damit. Eine Seite rauf. Als wäre das erste Video von mir. Schlauch. Da ist das Ventil. Drin, drüber, gerade reinlegen.
gerade am Ventil wieder verschließen. Und möglichst nur mit den Händen einbauen. Sprich ohne Werkzeug. So. Ventil rein. Und das Ganze wieder einbauen. Ja, genau. Ich befürchte, es ist doch der Schlauch. Naja, Schlauchwechsel mache, dann sind 16 Euro, wenn es kein Hollandrad ist. Nee, ist kein Hollandrad. Aber ich guck mal, ich glaube. Oder du machst es selber, sind 6 Euro. Ah. Naja. Ja. Also Schlauch kostet 6. Ja. Ja, hab ich. Na dann stell's runter, Draht. Anker wieder ran. Kannst du nach einer Stunde wieder abholen, wenn du magst? Ja, okay, ja, nee, das ist ein Tag. Kannst du hier im Eingang stehen lassen? Oder? Jo, lass das stehen. Alles klar. Macht das alles. Ich bin in der Stunde wieder da. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, komm mal. Dit. Komm mal zu dem hier. Der Stift ist Gott sei Dank noch ganz. Wir brauchen nur so eine Hülse neu. Die müsste ich eventuell doch noch da haben. Nein, das hat nicht ganz den gleichen Kragen oben. Da haben wir sie. Das ist ja, das könnte so sein. Die nehme ich. Die kommt weg. Und jetzt werden vielleicht sogar alle Gänge funktionieren. Schaltstift wieder rein, Schrauben, 5 Gang halt. Und dann fällt der so rein, hier. Hülse drüber. Das Teil. Rauf. Okay, also zuerst mal wird gepumpt.
was soll ich sagen, alle Gänge funktionieren wieder. Super. Jo. Na dann, nächster Rad. Also bei den Kollegen hier, ich bin mir gar nicht sicher, hinten oder vorne. Ich versuche den mal aufzupumpen. Kommt nicht darauf, dass es platt ist. Ich meine, er hat versucht aufzupumpen, das hat irgendwie nicht geklappt, hat aber dauernd gezischt. Und er meinte, es ist platt. Wie viele Leute nicht pumpen können und deswegen in eine Fahrradwerkstatt gehen und Aufträge auslösen. Also so, mach mal platten Reifen. Könnte ich auch, ihr könnt jetzt Geld verdienen. Schlicht und ergreifend nicht gucken, links oder rechts. Sondern einfach. Ja, mache ich jetzt nicht, natürlich. Sagen wir jetzt, dass wir 3 Euro eben dafür. Mal gucken, ob er das macht. So, denke mal, das war das. Also, ich höre jetzt hier nichts zwischen oder so. Käppchen spendiert im Mono. Damit ich mir meine 3 Euro verdient habe. Unglaublich. Jetzt machen wir einmal kurz nicht hier unten. Und die ganze Welt steht vor der Tür sozusagen. Also. Ich habe jetzt ein Fahrrad. Und das wollten irgendwelche anderen Leute nicht ran, die wollten da nichts reparieren dran, warum auch immer. Das schauen wir uns jetzt mal an, da bin ich immer sehr gespannt. Die meinten, das ist ein spezielles Modell, kommt wohl aus Schweden und deswegen, keine Ahnung, da funktioniert die Schaltung nicht, da funktioniert die Bremse nicht und mal gucken. Und die Kette hängt. Wie man hier sieht. Da weiß ich nicht, das ist ein Nexus Dreigang. Warum soll die jetzt nicht funktionieren? Oder warum soll das so kompliziert sein, bei der was zu reparieren? Weiß ich nicht. Ich schraube ab. Ganz normal, der Stift. Das ist ein bisschen hier. Zug muss neu. Der Zug müsste neu gemacht werden, auf alle Fälle. Ich hätte die Spannung. Na gut. Dann lass mal. Okay, 40.
Aha, schau gleich mal ich besser an, wie die jetzt aussieht. Nur ein bisschen putzen. Schaut mal, wie sehr die sich nur gelenkt hat, obwohl ich die gespannt habe vorher. So, jetzt spannen wir das zweite Mal. Ein bisschen flexibel muss ich ja sein. So. Hier bekommt einmal ein neues Fett. Die Schaltungen drin funktioniert einmal frei. Konnte man ja testen mit der Hand. Es ist also definitiv der Zug, der getauscht werden muss. Hallo.
So. Ja, schau mal, so sieht das aus. Jetzt ist der neue Zug drin. Zack. Zack. Und festschrauben. Ja. Ja, ist klar, jetzt lassen wir erstmal offen, ne? Jetzt stecke ich den Ruf. Ich teste jetzt alle Gänge. Ist auch klar. Ach du. Okay, der Schalter ist nicht mehr frisch, das merkt man. Gucken wir mal zurück, schnappen. Mühe mehr könnte er haben. Stell mal ein. Hallo. Hi. Bist du da? Bist du da? Mach drin. Okay. Ja. So. Perfekt. Eine Shimano Rollenbremse. Neuen. Ja, bitte. Jetzt ist es schon nach 6 Uhr und es ist nichts passiert an einem Samstag. Oh mein Gott, ist das ruhig. Ah, ich habe hinten die Räder wieder neu gestellt. Habt ihr ja nicht gesehen, oder? Ein bisschen Platz. Richtig schönes Kinder-Ultramarat. Richtig schönes Kinder-Ultramarat. Hm.
Die ganzen drei Räder. Die ganzen Roller. Catcar. Crossi. Und die ganzen Kleinsträder. Eine GT Tandem. Kein Eigenbau, offiziell. Ist von Action Sports. Ja, dann sind wir durch hier. Die Wand ist so feucht, dass das bisschen die Gipswand reingezogen ist. Das ist echt ein Wahnsinn. Musste halt schnell gehen. Habe ich damals schnell eine Gipswand hier reingebaut. Hab das fettes Ständer weggenommen, den hier drunter gestellt, damit es nicht weiter ausbröckelt da oben. Na, da ist ein Loch da oben drin in der Decke. Ja, Stempel erstmal drunter gemacht sozusagen. Jetzt habe ich innerhalb von, weiß ich, 2 Stunden stand das Ding. Mit vorhandenem Material. Das ist das Wichtige gewesen für mich. Das ist Hans seine Kacke-Leitung. Kommt durch die Kacke, kommt mir durchs Fenster. Echt, also ich bin echt gesegnet. Und dann ran ans Rohr. Flop. Ja, so kann man es jedem mal lassen. Ach so, hat einer gefragt, was das ist, dieses U231. U231 ist eigentlich, das ist ein DDR-Spielzeug. Das soll natürlich so eine Mondauto präsentieren. Oder darstellen, steht auch Rack Mini drauf, ja, und so was alles. So eine Mondlandefähre ist aber eigentlich die Kopie vom Opel, einem Opel-Weltrekordwagen. Eigentlich, den es nie als Spielzeug gab, aber den sie im Osten dann wahrscheinlich schön kopiert haben. Der steht aber im Museum. Das sieht man vielleicht hier hinten an dem Auspuffrohren, an den angedeuteten, denn so sah der tatsächlich aus. Auch das Original, sieht man da überhaupt was? Bin der Meinung, das ist echt da abgekupfert. Und dann ist es ein Tretauto. Total geil. Fertig. Holzbech. Niveau. Hier ist was los. Die Leute haben Zeit für Protest ohne Ende. Ohne Ende. Unglaublich. Die wollen wieder was. Die wollen wieder was sehen hier für ihr Geld. Hat man so richtig den Eindruck. Es ist wieder Zeit. Die wollen wieder was, dass was losgeht hier. Scheiße, erinnern immer an irgendwelche Sachen, die waren. Nee, die wollen wieder was Neues.
So habe ich den Eindruck. Exakt so. Ich bin froh, wenn alles ruhig ist. Wenn man in Ruhe gelassen wird. Ja, die wollen Action haben. Ja, lassen sie machen. Ich sage, das ist ja ein zauberhaftes Stück Natur. Ich habe gesagt, ja, ich bringe dir einen. Morgens, mittags, abends kommen Leute um. Das ist unglaublich. Immer mehr, ja. Ich wollte sagen, es ist Feierabend. Heute war nicht viel los im Laden. Hat zwei, drei Sachen haben wir gemacht. Also, ja, immerhin was. Dann sehen wir uns morgen vielleicht wieder. Mal schauen. Mal gucken, was wir machen. Was haben wir denn morgen? Ist morgen was interessant? Nee, morgen hat er sich nur frei. Oh, frei. Frei heißt, wir sehen uns nicht wieder, wir gammeln. Ich freue mich, ehrlich gesagt. Über Gammeln freue ich mich besonders. Ja. Wie fein siehst du aus. Der Schmutzi-Butzi. Yay, jetzt bist du wieder mein Mädchen. Ja. Ist gut. Nichts passiert. Och Mann, Mensch. Die Kleine hat die weint so. Das geht ja nicht. Tja, was soll ich dazu sagen? Babyüberwachung habe ich gekauft heute. Auch wenn es gebraucht ist, hier. Mit so einem Monitor-Dingsbums. Habt ihr auf den Bildschirm drauf geguckt? Ja, so. Oh, Anouk sieht aus wie ein Monster. Ich werde es am Morgen nochmal angucken. So, wir machen jetzt Feierabend auf alle Fälle und ich sage mal eine schöne gute Nacht euch allen. Mhm. Bis dann. Du auch? Mit Papa. Tschüss. Tschüss. Zähneputzen vergessen. Alles gut. Zähneputzen nicht vergessen. Zähneputzen nicht vergessen. Nur haben wir noch vergessen vor Zähneputzen. Gerade eben hat es richtig was drin gestopft, irgendwie, wa? Ja. Hm? Was hat es denn jetzt hier? In den Mund gestopft? Ich hab keine Ahnung. Du bist nur so glücklich jetzt, was ist da los? Ja. Alter Freukäse. Was hat Blumen jetzt im Mund? Wer? Papa! Ja, ich sage Blumen, dann meine ich Blumen. Papa, Lisa! Guck mal da rein, du siehst mich gleich. Guck mal da rein. Papa, Lisa! Papa! Papa, die wollte jetzt ohne was dir sagen. Ja, hallo. Oh, Anna? Oh. Mama? Die Kamera. Hallo! Sieht das aus? Hat man da so weiße Augen? Hat er überhaupt hingeschaut? Ja. Natürlich. Papa, also bis dann. Ciao. Papa.